Unfall mit Brandfolge auf dem Gelände eines Reifenlagers. Mehrere Personen sind verletzt. Bergen und versorgen Sie sämtliche Opfer und transportieren Sie sie ab. Löschen Sie die Brände und verhindern Sie, dass sich das Feuer auf benachbarte Gebäude ausweitet. Achtung! Starke Rauchentwicklung durch brennende Reifen. Achten Sie auf die Unversehrtheit Ihrer Einsatzkräfte, vor allem in geschlossenen Gebäuden. Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Emergency 4. Mission Nummer 2, Reifenlager brennt. Ausrufezeichen. So, das ist hier die zweite Mission. Und ihr seht, ich rufe jetzt hier direkt eines der neuen Fahrzeuge im Spiel. Ja. Ich muss jetzt bloß gerade überlegen, wie viele Leute da reinpassen. Oder wie viele wir brauchen, um es voll zu besetzen. Es müssten 4 sein. So. Okay. Das Wichtigste haben wir schon mal rangeholt, um den Brand zu bekämpfen und um in das Gebäude zu kommen. Denn der Kniff hierhinter ist, viele Verletzte liegen im Gebäude drin. Was heißt viele? 2. Ihr seht es hier unten immer noch an der Leiste da, wo die Person da liegt. Das ist eine 3 steht. Und im Reifenlager direkt, wo es brennt, da liegt halt einer. Und die anderen beiden, ja, wo können die sonst noch sein? Die sind im Gebäude. So, also wir sehen, das Feuer ist hier ganz schön am Wüten. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich finde, die Brandbekämpfung in Emergency 4 funktioniert wesentlich effektiver als in Emergency 3, wo man noch ein halbes Dutzend Tanklöcher brauchte, um einen kleinen Container zu löschen, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber ihr seht schon, die können das Feuer gut löschen, mit diesem neuen Fahrzeug sowieso. Das fungiert als mobiler Hydrant und da können 4 Schläuche angeschlossen werden. Und das Teil finde ich echt cool, weil man sich eben nicht darauf verlassen muss, dass in der Nähe ein Hydrant ist. Man bringt den Hydranten einfach mit. So wie das mit den USA ist, ja? Ihr kennt das vielleicht, besucht die USA, bevor sie euch besuchen. So in der Art läuft das hier auch. Gut, genug Bullshit. Ich muss meine Krankenwagen in Position bringen. Das ist wichtig und, na komm, jetzt setzen wir nicht, dass die Wegfindung hier genauso bekackt ist. Übrigens, ihr hört, dass sie sich immer mit Fahrzeug 1, 2, 3, 4 und so melden. In einer Emergency 4 Version. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Da gibt es eine Sprachunterstützung. Da kann man nämlich in das Mikrofon reinbrüllen, Fahrzeug 4, und die hören dann auf einen. In der Deluxe Edition hat man das leider gestrichen. Und ich habe die Deluxe Edition von dem Spiel. Deswegen funktioniert dieses Feature leider nicht. Solltet ihr einen Weg kennen, wie man das vielleicht per Mods aktivieren kann oder so, bitte in die Comments, ich würde das gerne benutzen. Ich würde schon gerne mal schreien, Fahrzeug 4, beweg dich endlich, du behinderter Mongo. Wenn es geht, cool. Wenn nicht, dann nicht. So, okay, die zwei Leute haben wir da oben auch im Griff. Der kann da... Ich glaube, um den können wir uns jetzt auch kümmern. Ich habe immer so ein bisschen Angst wegen den Dämpfen. Weil dann unsere Rettungskräfte auch Schaden nehmen. Aber das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. So, dann können wir die hier mal hinpacken. Na, pack hin, na. Mann. Die... Geräusche. Blendet mal das Spiel aus, dann klingt das mehr wie so ein Porn. Gut. Das läuft, ich sag ja, die Brandbekämpfung jetzt funktioniert wesentlich besser, auch wenn man nicht mehr so viele braucht, um mal ein kleines Feuerchen zu löschen. Und das macht dann auch wesentlich mehr Spaß, die Brände zu löschen, wie ich finde. So, dann lass mal jetzt den Feuerlöscher holen und ihn auch. Ja, wir sind ja noch nicht ganz fertig. In dem Gebäude brennt es ja auch. Und da kann man nämlich ganz wunderbar direkt die Leute mit dem Feuerlöscher draufhetzen. Gut, das ging bei Emergency 3 auch. Aber ich finde auch, dass das Interface sieht hier schon schöner aus als im dritten Teil. Das hat schon was. So, dann können wir den jetzt hier vorne schon mal abholen. Der Brand ist da schon mal unter Kontrolle. Der Nachteil natürlich von diesen... Fahrzeugen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, wo man die Schläuche anschließen kann, ich nenne es jetzt mal mobiler Hydrant. Die sind echt praktisch, kosten aber schon ein bisschen was und das ist halt der Nachteil. Aber wir haben es doch. Ich glaube, gerade in den ersten Missionen muss ich nicht so aufs Geld achten. Es läuft super, also müsste jetzt auch bald geregelt sein. Dann müssen wir bloß noch den einen Verletzten rausbringen und hier das Feuer löschen. Das sieht wunderbar aus. Sie haben alle Brände gelöscht. Ja, jetzt muss noch weg. Sehr gut. Was man hier, das sieht man jetzt gerade nicht. Die Fahrzeuge haben auch
Blinker jetzt, wenn sie jetzt um Ecken fahren. Ja, es ist was Grafisches. Aber es sieht schön aus. So, und dann haben wir Mission 2 auch erledigt. Mal sehen, was mein Advisor jetzt sagt. Gut gemacht. Sie haben die Brände unter Kontrolle bekommen und gleichzeitig die Opfer optimal versorgt. Keine nennenswerten Fehler. Es hat alles zusammengepasst. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das ist das Budget. Und ich sag noch, ich hoffe, ich sehe euch bei Mission 3 auch wieder. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss.